Hey, yo, Leute, damit recht herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Spawn und Set Spawn. Ich habe hier einfach mal den Methodenkopf und ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon die Plugin.yml hier vorbereitet und wir werden uns jetzt zuerst mit dem Spawn beschäftigen, also P. Punkt. Und was wollen wir machen? Wir wollen uns zum Spawn teleportieren, also nehmen wir das Teleport. Die Teleport-Funktion und sagen einfach p.getWorld, also unsere Welt, wo wir gerade sind, und dann sehen wir schon ganz oben getSpawnLocation. Das nehmen wir einfach dahinter noch ein Semikolon, fertig. Und bei setSpawn ist es so ähnlich: p.getWorld.setSpawnLocation und dann brauchen wir hier x, y und z. Das Ganze nehmen wir uns einfach, also p. Lokal Location L ist gleich p.getLocation. Das Ganze machen wir nur, damit wir nicht jedes Mal getLocation irgendwas machen müssen, sondern einfach nur l.getX, l.getY und l. Get Z. Das Ganze wird so noch nicht ganz funktionieren, weil wir ja bei Get X, Y und Z Doubles zurückkriegen, also Fließkommazahlen, beziehungsweise keine Fließkommazahlen, sondern einfach Kommazahlen, weil Floats wären ja Fließkommazahlen. Dann schreiben wir einfach vor, dass Get X, Get Y und Get Z in Klammern int. Das heißt, er soll die Kommazahlen einfach abschneiden. So, das war's. Dann können wir exportieren. Davor noch speichern. Ja. Dann starte ich Minecraft und den Server. Wo ist er denn? Da. Server starten, Minecraft starten. Dann joinen wir mal. Und wenn wir jetzt sagen slash spawn, dann befinden wir uns im Spawnpunkt, der irgendwo hier ist. Ich verstehe gar nicht, warum wir jetzt hier unten sind. Also jetzt befinden wir uns hier. Anscheinend ist der Spawnpunkt hier irgendwo unten, den wir, also der eigentliche richtige Spawnpunkt. Und wenn wir so auf Respawn klicken, dann spawnen wir ja in einem 16er Bereich um den Spawnpunkt rum. Und wenn wir jetzt, also die ganzen Golddinger, die hier, das war ein anderer Teil in meinem Plugin, Weltbearbeitung, um genauer zu sein. Könnt ihr ja auch anschauen, und wenn wir jetzt sagen Set Spawn, dann könnt ihr vielleicht noch eine Nachricht machen, irgendwie, ja, der Spawnpunkt wurde jetzt erfolgreich gesetzt. Und wenn wir wieder sagen Spawn, dann befinden wir uns wieder hier. Der einzigste Nachteil ist, wenn wir den Spawnpunkt so setzen und holen, dann wird die Drehung, also so in, muss jedes Mal wieder überlegen, das ist die Y-Drehung und die Drehung so, also die X-Drehung, das ist Yaw und Pitch, die werden nicht gespeichert. Also wenn wir uns so hinstellen und sagen Set Spawn und dann wieder Spawn sagen, dann schauen wir in die Richtung. Und wir befinden uns immer in der Mitte von so einem, von vier Blöcken hier. Das ist das Einzige, was man eben mitbedenken muss. Ja, ansonsten ist eigentlich alles ziemlich geil, weil wenn wir jetzt hier irgendwo da drüben sterben wegen Slash Kill und uns dann respawnen, dann stehen wir wieder hier. Also das Ganze ist offiziell der Spawn für alles und für immer. Jetzt wenn wir wieder runtergehen, den Server schnell stoppen. Dann den Server neu starten. Und wieder drauf gehen.
und wieder irgendwo hingehen, meinetwegen hier irgendwo da unten. Kill, respawn und dann sind wir wieder hier. Gut. Also offizieller Spawn jetzt versetzt und zwar für immer. Wir müssen nichts zwischenspeichern. Man hätte, und jetzt kommt eben das, was ich eben vorher gesagt habe mit Yaw und Pitch, man hätte hier auch bei die Spawn-Methode so lassen können, aber die Setspawn-Methode mit der Config machen können. Also wir sagen jetzt hier nicht pgetWorld setSpawn. Das können wir natürlich auch zusätzlich machen, aber man schreibt einfach einen neuen Eintrag in die Config, wo man sich X, Y, Z, Yaw und Pitch eben merkt und dann im Event Listener bei on, wo haben wir es denn? On Join, nein, on, ja, da muss man halt on Revive oder sowas machen. Also add EventHandler public void on revive player. Gibt es da sowas wie respawn event? Dann können wir das ja auch respawn nennen und respawn player respawn event. Und wenn der Spieler respawnt, dann können wir sagen e.set respawn location und dann holen wir uns einfach irgendeine Location. Da können wir auch einfach praktisch persönliche Respawn Locations machen. Also wir speichern uns in der Config. Wer das Setspawn ausgeführt hat, dann können wir sowas sagen wie set global spawn und dann machen wir noch ein neues Kommando. Na, wird das Ganze doch länger wie geplant. Home set global spawn. Und wenn wir Home klicken, dann holen wir uns wie machen wir das denn? Wir schauen einfach, ob wir schon zu Hause haben. Also wenn, dann brauchen wir sowas hier. Aber das mit Home. Das heißt, wenn wir eine Homeliste haben, oh Mann, dann wird das Ganze ja doch länger. Dann wird das Ganze ja noch viel, viel länger. Dann brauchen wir eine neue Nachricht. No home. Du hast noch kein Zuhause. Zuhause. So. Dann holen wir uns das hier wieder raus. Gehen wieder zu Home. Else p.send message. Get description, get name und get config.getString dann wollen wir den ganzen String hier haben und das Ganze noch in chatColor.red. Wenn wir noch kein Zuhause haben, wenn wir ein Zuhause haben, dann holen wir uns einfach wieder so eine Array-Liste von Strings.
Dann müssen wir das Ganze aber noch ein bisschen anders machen. Das heißt, wir benutzen hier einfach unser Warp. Wo haben wir denn unser Warp? Da, Set Warp. Da nehmen wir einfach. Wie viel nehmen wir denn da von dem? Okay, so. Und wo ist unser Home wieder? Da haben wir Home. Also, wenn wir eine Home-Liste haben, dann sagen wir, setze auf Home. Und zwar mit p.getName. Ui. Also, ich zeige euch gleich, was ich hier mache. Ich muss mich nur irgendwie ein bisschen beeilen, weil ich will nicht, dass das Ganze wieder eine Stunde dauert. Und wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Also, wir setzen einfach in der Config getConfig set und dann in dem Teil Description getName Punkt Home Punkt, dann der Spielername Punkt XYZ Jaw und Pitch setzen wir die ganzen Einträge und ah ne, das ist das Set Home dann. Set Home. Haben wir hier Set Spawn. Spawn. Set Spawn können wir eigentlich lassen. Dann haben wir Set Home und Home. So. Dann bei Set Home sagen wir, bring dich zu deinem Zuhause. Brauchen wir Set Home eigentlich? Dein Zuhause. Setz dein Zuhause. Wir setzen irgendwo ein Zuhause. Aber eigentlich ist es ja dann das gleiche wie bei, wenn wir uns einfach ins Bett legen. Eigentlich ist es doch das gleiche wie wenn wir uns ins Bett legen. p.getWorld Punkt get beziehungsweise eigentlich Player Punkt gibt es da sowas wie get get bad bad spawn location. Das schauen wir jetzt einfach mal an, ob wir mit der. Da muss ich Set Home wieder rausnehmen. Wir schauen jetzt einfach mal, ob die Bed Spawn Location, also da wo mein Bett steht, ob das. Oh, wir haben noch irgendwo Warnings. Im Event Listener.
Hallo, warum haben wir immer noch Warnings? Mein Gott, jetzt haben wir keine mehr. Abbrechen. Ein letztes Mal noch exportieren. So, wenn wir jetzt hier sagen, slash reload, slash home. Du hast noch kein Zuhause. Sehr schön, es funktioniert. Also, wir haben noch kein Zuhause. Und wenn wir uns jetzt irgendwo im Bett schnappen. Also, oh Gott, da ist ein Creeper. Mann, muss das jetzt sein? Leute, geht weg. Gehen wir schnell in den Game Mode 1, holen uns ein Bett. Wo ist denn das bei Dekoartikel oder so? Hier. Timeset 0. Weather clear. Changing weather for to clear for. Ah ja, schön für dich. You can only sleep at night, natürlich. Time set night. Hallo? Zwei, fünf, irgendwas. Timer, oh Mann. Time set night. Dann gehen wir schnell ins Bett und wenn wir jetzt slash home sagen und wir bekommen keine Meldung, slash home, yes, wir bekommen keine Meldung. Also gehen wir noch mal kurz raus, benutzen einfach unser Home hier und sagen p. teleport p. get bad location, bad spawn location. So, Leute, hat funktioniert. Also können wir uns jetzt zum Spawn teleportieren, zu unserem Bett. Und wenn ihr eben euren eigenen Respawn oder sowas noch versetzen wollt, dann könnt ihr reload. Dann springen wir einfach mal darunter und sagen slash home. Dann sind wir wieder bei unserem Bett. Sehr schön. Und wenn wir sagen slash spawn, dann müsste das auch hier irgendwo sein. Aber wenn wir jetzt sagen, hier hinten, set spawn und dann wieder zu unserem Haus gehen, dann sind wir hier. Und wenn wir zu unserem Spawn gehen, dann sind wir hier. Gut, danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Das mit dem Haus war jetzt eher improvisiert, hat es fast 20 Minuten gedauert. Aber wir sind zu einer Lösung gekommen. Und ja. Also, wir können unser Haus mit Get Bed Location holen und unseren Spawn mit Get Spawn Location. Gut. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und mich würde es freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.